Ereignis erzählt haben, begleiten sie nun in den Speisesaal. Gefangene genießen jede Abwechslung vom Alltag. Und für diese Häftlinge bietet eine Gruppe Teenager-Jungen die Möglichkeit, sich aufzuspielen. Mir gefällt der Junge in Braun. Ist hier noch ein Plätzchen frei? Macht Platz für Gabe. Ich brauche etwas Liebe. Sie spielen nur mit den Jugendlichen, aber die Erfahrung hat Auswirkungen. Diese Art ist nichts für euch. Hört zu, das hier ist der wichtigste Teil. Wir haben euch den ganzen Morgen erzählt, wie das Gefängnis ist. Ihr seid eben in den Speisesaal gegangen. Sagt mir, dass ich den ganzen Morgen gelogen habe. Ihr wisst jetzt selbst, ihr habt es gespürt, als ihr dort hineingegangen seid. Mach nur, ich höre zu. Wenn ich wütend werde... Wieder konzentrieren Sie sich auf das junge Bandenmitglied. Du bist von jeder Menge Negativität umzingelt. Du hast viele Familienmitglieder, du hast viele Gangmitglieder in der Nachbarschaft und es werden viele Hindernisse auf dich zukommen, die ein normaler Mensch kaum überwinden kann. Du wirst beweisen können, dass du damit umgehen kannst, dass du dein Leben ändern kannst, dass du es ändern willst. Du wirst aufhören und Nein sagen müssen. Es ist nicht zu spät, aufzuhören. Ich sag dir eins, als Gangbanger hast du kein Leben. Willst du dich verändern? Ja. Hör mir zu. Was, wenn sie dich dafür verprügeln wollen? Dann sollen sie. Und wenn sie zu dritt kommen? Dann sollen sie halt, nehme ich an. Obwohl die Wahrscheinlichkeit nicht für diesen jungen Mann spricht, erreicht das Programm, dass über 90% aller Teilnehmer nicht im Gefängnis landen. Und dieser Junge könnte einer der Glücklichen sein. Ich hasse es, wenn mich Leute dumm anmachen. Ich wusste nicht, dass sie keinen Mist erzählen. Sie haben versucht, mir zu helfen, mir zu erzählen, wie es hier ist. Ich will mich jetzt ändern, nachdem ich hier war, mir alles angesehen habe. Die Gruppe hat Ihnen ein erschreckendes und gefährliches Porträt von Gefängnissen und Häftlingen gezeigt. Und die Wahrheit ist, dass die Häftlinge jederzeit explodieren könnten. In Einheit B lernt der neue Wärter Brian Moyer die Signale zu erkennen, bevor ein Häftling in die Luft geht. Zum Schluss hängt es von deinem sechsten Sinn ab. Man achtet auf Körpersprache. Schaut ihm in die Augen, achtet auf die Hände, hört zu, ob er höher oder lauter spricht. Das sind grundlegende Warnzeichen. Der Häftling, den Brian eskortiert, hatte gerade einen Streit mit seinem Sozialarbeiter. Nun ist er sehr aufgeregt. Die Wärter führen ihn zu seiner Zelle, doch bevor sie die Tür öffnen können, gerät er in Rage. Der Vorfall eskaliert und in diesem Moment muss Brian entscheiden, wie er reagieren soll. Er greift nach dem Pfefferspray. Doch wenn er das einsetzt, wird alles nur noch schlimmer. Brian ist erst seit 2 Wochen bei der Arbeit und schon muss er eine wichtige Entscheidung treffen. Ein Häftling scheint außer Kontrolle zu geraten und Brian muss entscheiden, wie er reagieren soll. Die restlichen Gefangenen von Einheit B beobachten, wie er sich verhält. Dieser Mann war sehr, sehr nah dran, eine Ladung Pfefferspray abzubekommen. Ich hatte den Spray schon in der Hand. Zum Glück kann Brian die Situation entschärfen, bevor sie eskaliert. Wäre er körperlich aggressiv geworden, hätte er einen Schuss Pfefferspray abbekommen. Ein angespannter Moment an einem Tag voller angespannter Momente, doch der neue Wärter Brian Moyer war bereit. Ich hatte die Dose in meiner Hand, mein Finger auf dem Knopf. Er mag zwar im Bus sitzen, aber wir sitzen immer noch am Steuer. Wir lenken den Bus. Nachdem der Häftling in einer leeren Zelle isoliert ist, entfernen Brian und ein Kollege sein ganzes Hab und Gut aus der alten Zelle zur Bestrafung. Konfiszierung. Verbotenes. Was ist es?
Porno. Das bringt ihm einen MJ-28 ein. Ich habe die Matratze umgedreht und siehe da, da lag pornografisches Material. Ich muss einen Bericht verfassen und der Leiter wird entscheiden, was geschehen wird. Es ist verboten. Pornografisches Material ist nicht erlaubt. Keine Nackten, nichts. Es gibt viele Regeln im WSB und die neuen Wärter müssen darauf achten, dass die Häftlinge sie einhalten. Eine der Regeln ist lebenswichtig für die Sicherheit aller Wärter. Neuling Travis De Palma besteht darauf, dass die Gefangenen die schwarz-gelben Linien im ganzen Gefängnis befolgen. Schwarze und gelbe Linien, die um das Podest führen. Diese Linien gibt es im ganzen Verbund. Im Grunde genommen sind es Grenzen. Häftlinge sollen sie nicht überqueren. Wenn sie mit dir reden, müssen sie hinter ihnen bleiben. Damit hat man eine Reaktionslücke, eine Komfortzone, die aber für alle unterschiedlich ist. Ich kenne Wärter, die die Häftlinge sehr nah an sich heranlassen. Mir ist es lieber, sie bleiben etwas zurück. Das gibt mir Zeit, um zu reagieren, falls etwas passiert. Wenn ein Gefangener diese Linie überschreitet oder wenn sie mir einfach zu nahe kommen, bitte ich sie zurückzutreten. Doch wie Travis herausfindet, befolgt nicht jeder diese Regel. Er öffnet die Zellentür für einen Häftling, als ein scheinbar kleiner Vorfall außer Kontrolle gerät. Er wollte in seine Zelle und ich wollte ihn einschließen, als er seinen Fuß in die Tür steckte. Er wollte verhindern, dass ich sie schließe. Ich sagte, er soll seinen Fuß entfernen und es kam zu einem Wortwechsel. Ich habe dann abgebrochen, bin nach unten. Das geschah oben. Kam also wieder herunter und ging zu meinem Podest. Da kam er zu mir hin und bedrängte mich. Während der ganze Verbund zuschaut, schreit und verflucht der wütende Häftling Travis. Doch dann reichte es. Ich hatte genug. Ich lasse mir das nicht gefallen. Ich sagte, er soll zurück in die Zelle, sofort. Ich habe ihn eingesperrt und erteilte ihm Einzelhaft. Hab die Papiere ausgefüllt und im Moment ist er immer noch eingesperrt. Für einen Wärter, der zu Beginn fürchtete, dass er die Häftlinge zu hart behandeln würde, hat Travis nicht gezögert, sich zu wehren, als er fühlte, dass es notwendig sei. Und seine Aktionen haben im ganzen Verbund eine eindeutige Nachricht hinterlassen. Ich bin froh, dass ich ihn eingesperrt habe, denn die Männer im Verbund wissen nun, dass ich das nicht mit mir machen lasse. Sie wissen, dass ich mich nicht einfach bedrängen, anschreien und verfluchen lasse und meine Befehle ignorieren, wenn ich ihnen sage, sie sollen nicht schreien und einen Schritt zurücktreten. Ich werde das nicht einfach hinnehmen, deswegen wurde ich nicht eingestellt. Ich werde das nicht mit mir machen lassen. Während einer routinemäßigen Zählung in Einheit A hat die neue Wärterin Kelly Cooper ihr eigenes Problem mit einem Häftling. Während sie versucht, die Gefangenen in ihre Zellen zu bewegen, weigert sich einer, sein Telefonat zu beenden. Nachdem sie ihn zweimal aufgefordert hat, bittet Kelly um Hilfe. Würdet ihr bitte die Telefonleitungen unterbrechen? Ich kann nur in die Zelle, wenn die Tür offen ist, stimmt's? Du kannst wie alle anderen vor deiner Tür stehen bleiben. Die Häftlinge mögen sie nur für einen Fisch gehalten haben. Doch am Ende beweist ihnen Kelly Cooper, dass sie sich nicht herumschubsen lässt. Die neuen Rekruten sind 2 Wochen im Amt. In dieser Zeit haben sie sich den Herausforderungen einer schwierigen und manchmal gefährlichen Arbeit gestellt. Bald fängt eine neue Gruppe Rekruten ihr Training im Wyoming State Zuchthaus an. Sie werden aus verschiedenen Hintergründen und verschiedenen Landesteilen kommen und gemeinsam alles lernen, was ihnen die Akademie beibringen kann. Doch erst wenn die Arbeit beginnt, beginnt die eigentliche Ausbildung durch die Hochsicherheitsgefangenen des Wyoming State Zuchthauses. Bevor sie die Tür öffnen können, gerät er in Rage. Der Vorfall eskaliert und in diesem Moment muss Brian entscheiden, wie er reagieren soll. Er greift nach dem Pfefferspray. Doch wenn er das einsetzt, wird alles nur noch schlimmer.
Brian ist erst seit 2 Wochen bei der Arbeit und schon muss er eine wichtige Entscheidung treffen. Ein Häftling scheint außer Kontrolle zu geraten und Brian muss entscheiden, wie er reagieren soll. Die restlichen Gefangenen von Einheit B beobachten, wie er sich verhält. Dieser Mann war sehr, sehr nah dran, eine Ladung Pfefferspray abzubekommen. Ich hatte den Spray schon in der Hand. Zum Glück kann Brian die Situation entschärfen, bevor sie eskaliert. Wäre er körperlich aggressiv geworden, hätte er einen Schuss Pfefferspray abbekommen. Ein angespannter Moment an einem Tag voller angespannter Momente, doch der neue Wärter Brian Moyer war bereit. Ich hatte die Dose in meiner Hand, mein Finger auf dem Knopf. Er mag zwar im Bus sitzen, aber wir sitzen immer noch am Steuer. Wir lenken den Bus. Nachdem der Häftling in einer leeren Zelle isoliert ist, entfernen Brian und ein Kollege sein ganzes Hab und Gut aus der alten Zelle zur Bestrafung. Konfiszierung. Verbotenes. Was ist es? Porno. Das bringt ihm einen MJ-28 ein. Ich habe die Matratze umgedreht und siehe da, da lag pornografisches Material. Ich muss einen Bericht verfassen und der Leiter wird entscheiden, was geschehen wird. Es ist verboten. Pornografisches Material ist nicht erlaubt. Keine Nackten, nichts. Es gibt viele Regeln im WSB und die neuen Wärter müssen darauf achten, dass die Häftlinge sie einhalten. Eine der Regeln ist lebenswichtig für die Sicherheit aller Wärter. Neuling Travis De Palma besteht darauf, dass die Gefangenen die schwarz-gelben Linien im ganzen Gefängnis befolgen. Schwarze und gelbe Linien, die um das Podest führen. Diese Linien gibt es im ganzen Verbund. Im Grunde genommen sind es Grenzen. Häftlinge sollen sie nicht überqueren. Wenn sie mit dir reden, müssen sie hinter ihnen bleiben. Damit hat man eine Reaktionslücke, eine Komfortzone, die aber für alle unterschiedlich ist. Ich kenne Wärter, die die Häftlinge sehr nah an sich heranlassen. Mir ist es lieber, sie bleiben etwas zurück. Das gibt mir Zeit, um zu reagieren, falls etwas passiert. Wenn ein Gefangener diese Linie überschreitet oder wenn sie mir einfach zu nahe kommen, bitte ich sie zurückzutreten. Hängt das von deinem sechsten Sinn ab? Man achtet auf Körpersprache. Schaut ihm in die Augen, achtet auf die Hände, hört zu, ob er höher oder lauter spricht. Das sind grundlegende Warnzeichen. Der Häftling, den Brian eskortiert, hatte gerade einen Streit mit seinem Sozialarbeiter. Nun ist er sehr aufgeregt. Die Wärter führen ihn zu seiner Zelle, doch bevor sie die Tür öffnen können, gerät er in Rage. Der Vorfall eskaliert und in diesem Moment muss Brian entscheiden, wie er reagieren soll. Er greift nach dem Pfefferspray. Doch wenn er das einsetzt, wird alles nur noch schlimmer. Brian ist erst seit 2 Wochen bei der Arbeit und schon muss er eine wichtige Entscheidung treffen. Ein Häftling scheint außer Kontrolle zu geraten und Brian muss entscheiden, wie er reagieren soll. Die restlichen Gefangenen von Einheit B beobachten, wie er sich verhält. Dieser Mann war sehr, sehr nah dran, eine Ladung Pfefferspray abzubekommen. Ich hatte den Spray schon in der Hand. Zum Glück kann Brian die Situation entschärfen, bevor sie eskaliert. Wäre er körperlich aggressiv geworden, hätte er einen Schuss Pfefferspray abbekommen. Ein angespannter Moment an einem Tag voller angespannter Momente, doch der neue Wärter Brian Moyer war bereit. Ich hatte die Dose in meiner Hand, mein Finger auf dem Knopf. Er mag zwar im Bus sitzen, aber wir sitzen immer noch am Steuer. Wir lenken den Bus. Nachdem der Häftling in einer leeren Zelle isoliert ist, entfernen Brian und ein Kollege sein ganzes Hab und Gut aus der alten Zelle zur Bestrafung. Konfiszierung. Verbotenes. Was ist es? Porno. Das bringt ihm einen MJ-28 ein. Ich habe die Matratze umgedreht und siehe da, da lag pornografisches Material. Ich muss einen Bericht verfassen und der Leiter wird entscheiden, was geschehen wird. Es ist verboten. Pornografisches Material ist nicht erlaubt. Keine Nackten, nichts.
Es gibt viele Regeln im WSB und die neuen Wärter müssen darauf achten, dass die Häftlinge sie einhalten. Eine der Regeln ist lebenswichtig für die Sicherheit aller Wärter. Neuling Travis De Palma besteht darauf, dass die Gefangenen die schwarz-gelben Linien im ganzen Gefängnis befolgen. Schwarze und gelbe Linien, die um das Podest führen. Diese Linien gibt es im ganzen Verbund. Im Grunde genommen sind es Grenzen. Häftlinge sollen sie nicht überqueren. Wenn sie mit dir reden, müssen sie hinter ihnen bleiben. Er greift nach dem Pfefferspray. Doch wenn er das einsetzt, wird alles nur noch schlimmer. Brian ist erst seit 2 Wochen bei der Arbeit und schon muss er eine wichtige Entscheidung treffen. Ein Häftling scheint außer Kontrolle zu geraten und Brian muss entscheiden, wie er reagieren soll. Die restlichen Gefangenen von Einheit B beobachten, wie er sich verhält. Dieser Mann war sehr, sehr nah dran, eine Ladung Pfefferspray abzubekommen. Ich hatte den Spray schon in der Hand. Zum Glück kann Brian die Situation entschärfen, bevor sie eskaliert. Wäre er körperlich aggressiv geworden, hätte er einen Schuss Pfefferspray abbekommen. Ein angespannter Moment an einem Tag voller angespannter Momente, doch der neue Wärter Brian Moyer war bereit. Ich hatte die Dose in meiner Hand, mein Finger auf dem Knopf. Er mag zwar im Bus sitzen, aber wir sitzen immer noch am Steuer. Wir lenken den Bus. Nachdem der Häftling in einer leeren Zelle isoliert ist, entfernen Brian und ein Kollege sein ganzes Hab und Gut aus der alten Zelle zur Bestrafung. Konfiszierung. Verbotenes. Was ist es? Porno. Das bringt ihm einen MJ-28 ein. Ich habe die Matratze umgedreht und siehe da, da lag pornografisches Material. Ich muss einen Bericht verfassen und der Leiter wird entscheiden, was geschehen wird. Es ist verboten. Pornografisches Material ist nicht erlaubt. Keine Nackten, nichts. Es gibt viele Regeln im WSB und die neuen Wärter müssen darauf achten, dass die Häftlinge sie einhalten. Eine der Regeln ist lebenswichtig für die Sicherheit aller Wärter. Neuling Travis De Palma besteht darauf, dass die Gefangenen die schwarz-gelben Linien im ganzen Gefängnis befolgen. Schwarze und gelbe Linien, die um das Podest führen. Diese Linien gibt es im ganzen Verbund. Im Grunde genommen sind es Grenzen. Häftlinge sollen sie nicht überqueren. Wenn sie mit dir reden, müssen sie hinter ihnen bleiben. Damit hat man eine Reaktionslücke, eine Komfortzone, die aber für alle unterschiedlich ist. Ich kenne Wärter, die die Häftlinge sehr nah an sich heranlassen. Mir ist es lieber, sie bleiben etwas zurück. Das gibt mir Zeit, um zu reagieren, falls etwas passiert. Wenn ein Gefangener diese Linie überschreitet oder wenn sie mir einfach zu nahe kommen, bitte ich sie zurückzutreten. Doch wie Travis herausfindet, befolgt nicht jeder diese Regel. Er öffnet die Zellentür für einen Häftling, als ein scheinbar kleiner Vorfall außer Kontrolle gerät. Er wollte in seine Zelle und ich wollte ihn einschließen.